Hallo, heute gibt es Irish Spirit, ein Tanz von 2008. Maggie Gallagher hat den choreografiert. Sie hat sehr viel mit Irish Elementen, so kommt sie aus Irland, gemacht. Dieser Tanz hat die Zeit verstanden, wird jetzt von den jungen Catalans, der Young Generation, sehr gerne getanzt. Ist sehr beeindruckend. Die Suche nach Unterrichtsvideos erwies sich als etwas schwierig. Alle Beschreibungen sind wirklich perfekt auf Coverknop UK. Dort kann man sich die Schritte ganz exakt nochmal anschauen, nochmal nachlesen. Und die meisten arbeiten einfach lieber mit Videos. Und deswegen erstellen wir hier jetzt ein Video von Irish Spirit. Wir haben die erste Acht. Step, Scuff, Hitch, Step, 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 Kreuz. Und mit Hitch einmal weiter. Step, Rock, Überkreuz, Step, Überkreuz, wieder einen Rock. Von hier aus oder Cross Step zählen wir das Ganze mit 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und 7 und 8. Die nächsten 8. Rock, Step, Rück und Vor, Rock, Step, Rück und typisch Irish den rechten Fuß ganz flach ohne Gewicht, aber mit viel Druck nach vorne aufsetzen. Gezählt wird dieser Part 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. Beide Teile zusammen haben wir 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und 7 und 8. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. Den nächsten Part, die nächsten 8, wir wechseln, setzen den Fuß flach vorne auf, linker Fuß, drehen uns mit einer Rock-Turn eine halbe Drehung um mit dem rechten Fuß, setzen den rechten Fuß nach vorne, es folgt eine Dreischritt-Drehung, nach rechts eine komplette Drehung mit links, rechts, links und wieder flach der rechte Fuß aufgesetzt. Diese 8 gezählt haben wir und 1, 2 Pause, 3, 4, 5, 6 und 7, 8. Alle drei Parts nacheinander. Wir tanzen 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und 7 und 8. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7, 8. Die nächsten 8. Wir wechseln und 1, 2, Pause, 3, der rechte Fuß über Kreuz, eine Dreivierteldrehung über 3, 4 nach rechts. Damit sind wir in der nächsten Richtung. 3, 4 zur Seite, 5, 6 ist ein Rockstep und Rück, Seit, Vor, ein Pas de Bourrée oder entsprechend hier diese Schritte rückwärts vor. Damit endet die Choreografie. Zählen wir diesen Part, haben wir und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Bauen wir alle Parts zusammen, 4 mal 8, 32 Counts, haben wir 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und 7 und 8. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8 und 1, 2, 3, 4, 5. 6 und 7, 8 und 1 und 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Dann gibt es einen Tag, der kommt praktisch nach dem viermal die Folge durchgetanzt wurde, wieder auf der 12 Uhr Seite. Und dieser Tag besteht aus 16 Counts und im Großen und Ganzen eigentlich aus Parts aus den ersten 8 Zählern der Choreografie. Sofort rechts über Kreuz. 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und 7 und 8 und 1, wiederholen wir die Bewegung, die wir sonst auch schon haben. Und jetzt kommt noch 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das war auch schon der Tag. Zählen wir ihn durch, haben wir 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und 7 und 8 und 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und 7 und 8. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7.
7 und 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7, 8 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Mit Musik. Good. 6, 7.